Ja, der für die soziale Marktwirtschaft, für den Kapitalismus typische Evolutionsverlauf von parasitären Memen beziehungsweise Irrtümern ist ganz einfach so. Wenn ich schon als Kind bestimmte Irrtümer erworben habe, die sich in Profite umwandeln lassen kann, dann kann ich die größten beruflichen Karriere machen. Also wenn ich Irrtümer im Kopf trage, die dazu führen, dass ich auf Kosten der Menschen große Profite machen kann, dann habe ich es gewonnen, sozusagen, in der Marktwirtschaft. Ja? Ja, ich hab's, wenn ich als Politiker von vornherein davon ausgehe, als Jungpolitiker, dass große Konzerne und so weiter gute Gesprächspartner, wichtige Quellen von Informationen sind, dass Lobbyisten mich wertvoll beraten können. Wenn ich solche Irrtümer glaube, dann mache ich einfach die größte Karriere im Politischen, weil ich die größte Unterstützung seitens der Wirtschaft, die größte finanzielle und sonstige Unterstützung seitens der Wirtschaft, Wahlkampfspenden und so weiter, sei es kleiner Geschenke und Freundschaftsdienste und so weiter, erhalten werde. Und deswegen dann kann ich die größte Karriere machen, je mehr ich mich irre, ne? Und das ist eben in der sozialen Marktwirtschaft das Tragische und in der Gemeinwohl-Ökonomie-Gemeinwohl-Wirtschaftsordnungskombination, der GWÖ-GWO-Kombi, dem weltrettenden neuen Wirtschaftssystem, ist es genau umgedreht, dass ich nur dann noch gute Karriere mache, wenn ich frei bin, möglichst frei bin von Irrtümern und nur noch Wahrheiten im Kopf habe, mit denen ich meinen Mitmenschen bestmöglichen Nutzen zufügen kann. Und denn dafür gibt's dann Geld, ja. Zum Beispiel in der Politik gibt's dann die Bundesländer, Bundesliga der Landesregierung. Das gehört mit zur GWÖ-GWO-Kombi als ein Vorschlag. Und da mache ich als Politiker nur noch Karriere, wenn ich in meinem Bundesland bei meinen Wählenden für mehr Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand sorge, als die Regierenden der anderen Bundesländer das für ihre Wählenden hinbekommen oder schaffen. Nur dann werde ich Erster in der Bundesliga der Bundesländer, Bundesliga der Landesregierungen. Ne? Ja, so viel dazu.